Ich stehe hier in Köln am Salierring vor dem Diakoniehaus der Evangelischen Kirche. Es gibt in Köln einige tausend Menschen, die als Obdachlose in unseren Straßen leben. Und dieser Ort hier ist ein wichtiger Anlaufpunkt. Wir bieten hier Wohnungen an, sodass Menschen auf Zeit dort wohnen können und wieder den Zugang zu einem geregelten Leben finden können. Es gibt einen Tagestreff, der jeden Tag geöffnet ist, sodass Menschen hier einen Kaffee trinken können, ins Gespräch kommen können, ihre Wäsche waschen können und Kontakt mit Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern bekommen können. Außerdem unterhalten wir eine Krankenwohnung mit 6 Betten, sodass Menschen dort zur Ruhe kommen können. Wer viel draußen lebt, wird auch schnell krank und wird oft nicht in Krankenhäusern adäquat behandelt. So bieten wir hier pflegerische und medizinische Betreuung für Menschen, die sonst auf der Straße leben. In diesem Jahr wollen wir unsere Diakoniespende hier für das Diakoniehaus Salierring vorsehen und bitten Sie um Ihre Unterstützung dafür. Wir wollen die Mittel nutzen, um die Ausstattung der Krankenwohnung zu erneuern und den Tagestreff mit neuem Mobiliar zu versorgen, unter anderem. Der Evangelische Kirchenverband verdoppelt Ihre Spende bis zu einem Betrag von 100.000 Euro und wir würden uns freuen, wenn Sie mitmachen.